Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 7 Monate vor der Bundestagswahl sorgt die Finanzplanung der Europäischen Union für heftigen Streit im Parlament. Während Kanzlerin Merkel in einer Regierungserklärung von einem Haushalt mit Augenmaß sprach, warnte die Opposition davor, Länder wie Griechenland in die Verelendung zu treiben. Der EU-Gipfel hatte beschlossen, dass die Staaten für die Jahre 2014 bis 2020 insgesamt bis zu 960 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das ist weniger als in dem Zeitraum davor. Die Kanzlerin scheint sich zu freuen auf das, was jetzt kommt. Und das, obwohl sie weiß, 2 Wochen nach dem Gipfel in Brüssel wird die Debatte mehr vom Wahlkampf als von den Ergebnissen im EU-Haushaltsstreit geprägt sein. Aber Merkel ist zufrieden. Zum ersten Mal will die EU nicht mehr Geld ausgeben, sondern weniger. Es wäre niemandem in Europa vermittelbar gewesen, wenn alle in Europa sparen müssten, nur Europa selbst nicht. Merkels Gegenspieler findet, Sparen sei gut, kaputt sparen aber nicht. Es müsse Geld für Investitionen bleiben. Aber gerade da habe die Kanzlerin gezaudert. Sie sind, Frau Bundeskanzlerin, eine Last-Minute-Kanzlerin. Sie haben eine Neigung zum Nichthandeln, noch nicht handeln, später handeln. Weil Merkel schon geredet hat, müssen andere sie verteidigen. Aber das erledigt der FDP-Fraktionschef gerne. Ich bin froh, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel dort verhandelt hat und nicht Peer Steinbrück, der gelegentlich als diplomatische Neutronenbombe schon bezeichnet wurde. Ein Verhandlungsergebnis, der Großteil der EU-Mittel fließt auch bis 2020 in die Agrarindustrie. Für die Grünen der falsche Ansatz. Sie wollen Dioxin im Hühnerei. Sie wollen Pferd in der Lasagne. Sie wollen Antibiotika im Hühnerfleisch subventionieren. Und dafür kürzen Sie bei der Agrarwende. Das ist Ihre Politik. Und die Linke vermisst im Streit ums Geld vor allem eines. Wir wollen, dass endlich die Millionäre und Multimillionäre zahlen und die, die profitiert haben. Im Bundestag werden die Gipfelbeschlüsse nur diskutiert. Das EU-Parlament muss demnächst über den Haushaltsplan auch abstimmen. Und dort ist die Mehrheit bislang strikt dagegen. Auch in der Debatte über den Armuts- und Reichtumsbericht prallten die Meinungen von Regierung und Opposition im Bundestag hart aufeinander. SPD, Grüne und Linkspartei erhoben schwere Vorwürfe, sprachen von Fälschung und Zensur. Hintergrund ist, dass die Regierung den aktuellen Bericht wegen interner Differenzen noch nicht verabschiedet hat. Ein erster Entwurf mit kritischen Bewertungen von Sozialministerin von der Leyen zur Vermögensverteilung war vom FDP-geführten Wirtschaftsministerium korrigiert worden. Die Kanzlerin und die Sozialministerin in vertrautem Gespräch, Thema unbekannt. Der Wirtschaftsminister dagegen in sich gekehrt, mit der Kollegin von der Leyen wechselte er jedenfalls kein Wort. Dabei soll er, so der Vorwurf der Opposition, darauf bestanden haben, dass kritische Stellen im Armutsbericht entfernt oder geschönt wurden. Alleinstehend mit Vollzeitstopp reicht der Stundenlohn nicht für eine Sicherung des Lebensunterhalts, gestrichen. Sie versuchen, die soziale Realität in diesem Land durch Zensur zu verschleiern. Ich sage Ihnen klar, man braucht eine andere und eine soziale Politik. Unter Rot-Grün habe es mehr Armut im Lande gegeben, so der Konter aus dem Regierungslager. Mit dem Armuts- und Reichtumsbericht habe man kein Problem, denn er wird zeigen, dass es den Menschen in der Bundesrepublik gut geht, dass sie nicht massenweise von Verelendung betroffen sind, wie es die Opposition behauptet. Für die Sozialdemokraten zeigt der Bericht hingegen die Notwendigkeit eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns. 6 Millionen Menschen gehen in Deutschland für weniger als 8 Euro in der Stunde arbeiten. Die Übersetzung lautet: Wer Vollzeit arbeitet, hat am Ende des Monats nicht mal das, was jemand bekommt, der gar nicht arbeiten geht. Am 6. März, so die aktuelle Planung, wird Ursula von der Leyen den Bericht im Kabinett vorlegen. Bis dahin müssen die Differenzen mit Philipp Rösler ausgeräumt sein. Johanna Wanka heißt neue Bundesbildungsministerin. Bis zur Bundestagswahl bleiben ihr zunächst 7 Monate, um inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Auf ihrer ersten Pressekonferenz drängte die CDU-Politikerin die Länder dazu, verlässlich zur Finanzierung von Studienplätzen beizutragen. Sie werde dieses Thema konsequent verfolgen. Am Morgen hatte Wanka im Bundestag den Amtseid abgelegt. Die 61-Jährige tritt die Nachfolge von Annette Schavan an, die nach der Aberkennung ihres Doktorgrades ihren Rücktritt erklärt hatte.
Deutschland hat rechtzeitig vor der Bundestagswahl ein neues Wahlrecht. Der Kompromiss von Union, SPD, FDP und Grünen fand am Abend eine breite Mehrheit im Parlament. Die Reform war nötig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht eine Neuregelung gefordert hatte. Stein des Anstoßes war die hohe Zahl von Überhangmandaten. Sie sollen künftig ausgeglichen werden. Bei der Bundestagswahl haben die Deutschen zwei Stimmen. Die Erststimme für den Direktkandidaten, die Zweitstimme für das Gesamtergebnis. Gewinnt eine Partei mehr Sitze direkt, als ihr prozentual eigentlich zustehen, darf sie die als Überhangmandate behalten. Im aktuellen Bundestag kommen zu den 598 Sitzen aus Direktmandaten und Landeslisten 22 Überhangmandate, allesamt CDU-CSU, für die Opposition eine Aushebelung der Demokratie. Es gab in der ganzen Zeit die Gefahr, dass Überhangmandate die Mehrheiten umdrehen und dass eine Partei, die gar nicht die Mehrheit der Stimmen hatte, plötzlich im Parlament mit einer anderen zusammen die Mehrheit der Mandate hatte. Im neuen Wahlrecht werden Überhangmandate durch Ausgleichsmandate für andere Parteien kompensiert. Derzeit wären das rund 50 zusätzliche Sitze. Die Linkspartei plädiert für eine Reform ohne Parlamentsvergrößerung. Wir werden dieses Wahlrecht ablehnen, weil es zu einer Vergrößerung des Bundestages führt, obwohl es eine verfassungsgemäße Alternative gibt. Wie groß der nächste Bundestag tatsächlich werden wird, kann niemand voraussagen. Was ist, wenn das Parlament deutlich aufgebläht würde? Ich rechne zwar nicht damit, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Der Gesetzgeber wird dann gegebenenfalls darauf zu reagieren haben. Mit großer Mehrheit wurde das neue Wahlrecht beschlossen, nur die Linkspartei stimmte dagegen. Im Untersuchungsausschuss zur NSU-Mordserie hat der frühere Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes Röver heute Vorwürfe zurückgewiesen. Sein Amt habe sich intensiv bemüht, das 1998 untergetauchte Neonazi-Trio zu finden, sagte Röver vor dem Gremium. Damals habe es aber bei der Polizei immer wieder Informationslecks gegeben. Röver ist wegen seiner Amtsführung und seines Vorgehens im Fall des nationalsozialistischen Untergrunds umstritten. Helmut Röver gilt als schillernde Figur in Geheimdienstkreisen. Dem Untersuchungsausschuss stellt er sich als Schriftsteller vor. Unterlagen hat der ehemalige Verfassungsschutzchef aus Thüringen nicht dabei. Und so wie er hier unter Eid improvisiert, so soll er auch sein Amt geführt haben. Man wisse, dass er es war, der als kleiner Sonnenkönig dort geherrscht habe. Barfuß die Füße auf dem Tisch, Rotweingelage und anderes. Röver hatte die Abgeordneten schon im Vorfeld auf die Palme gebracht mit einer Krankmeldung, die aber von einem Amtsarzt wieder einkassiert wurde. Kein Einzelfall offenbar. Es ist tatsächlich sehr besorgniserregend, wie der Krankenstand beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei Landesämtern für Verfassungsschutz dann entsteht, wenn hier Sie als Zeugen auch im Untersuchungsausschuss aufgerufen und vernommen werden sollen. Röwers Amtsführung gilt als beispielhaft für das krasse Versagen der Sicherheitsbehörden. In Thüringen nahm die braune Karriere des NSU-Trios ihren Anfang. 1998 hob die Polizei dieses Waffenlager aus, das die drei in einer Garage angelegt hatten, und fand eine Liste mit den Namen von Bönhard, Schäpe und weiteren Helfern. Doch das Trio konnte untertauchen, weil Polizei und Verfassungsschutz wichtige Informationen nicht austauschten. Hätte man diese Adressliste für die Verhandlungen verwendet, bin ich mir ziemlich sicher, hätte man das Trio gefunden. Ein folgenschweres Versagen, denn so dicht wie damals in Thüringen kamen die Fahnder dem Trio 11 Jahre lang nicht mehr auf die Spur. Die deutschen Bischöfe haben ein Zeichen für eine Modernisierung der katholischen Kirche gesetzt. Auf der Frühjahrsversammlung in Trier vereinbarten sie nicht nur, mehr Frauen in kirchliche Führungsjobs zu holen, sie einigten sich auch auf eine gemeinsame Linie bei der sogenannten Pille danach. So dürfen katholische Krankenhäuser das Medikament vergewaltigten Frauen als Notfallverhütungsmittel verschreiben. Der Druck auf die 66 katholischen Bischöfe war groß, denn einige von ihnen hatten sich schon vor der Konferenz für die Pille danach unter bestimmten Umständen ausgesprochen. Und deshalb überraschte kaum, was ihr Vorsitzender Erzbischof Zollitsch nach 4 Tagen verkündete. Die Pille danach sei grundsätzlich erlaubt. Insofern sie eine verhütende, aber nicht eine abortive Wirkung hat. Medizinisch-pharmazeutische Methoden, die den Tod eines Embryos bewirken, dürfen weiterhin nicht angewandt werden.
Für Kirchenkritiker, die ebenfalls 4 Tage lang in Trier auf sich aufmerksam machten, ist das ein fauler Kompromiss. Ich glaube, die Bischöfe haben noch große Schwierigkeiten, die Realität zu erkennen. Das ist noch keine Entscheidung, die wirklich auch den Frauen hilft. Denn diese Unterscheidung, ob nun nur Empfängnis verhüten oder abtreiben, diese Entscheidung ist ja auch medizinisch noch nicht geklärt. Die Entscheidung im Einzelfall liegt jetzt bei den Ärzten. Auf dem deutschen Markt gibt es 2 dieser Pillensorten. Eine der beiden bietet einen besseren Schutz, könnte aber abtreibend wirken. Ich kenne keine Studie, die das belegt. Insofern, wenn die katholische Kirche vernünftig wird und den Menschen entgegenkommt und diese Empfehlung gibt, dann gibt es für mich nur eine Frage, alle beide Pillen, die auf dem Markt sind, zu empfehlen. Die Bischöfe haben einen Rahmen vorgegeben und nehmen damit die Ärzte in den katholischen Kliniken in die Pflicht. Warnstreiks bei der Frühschicht des Sicherheitspersonals haben auf den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen wieder für Warteschlangen und Flugausfälle gesorgt. Wie hier in Düsseldorf fiel auch in Köln-Bonn die Hälfte der Flüge aus. Mehrere tausend Passagiere waren betroffen. Nach Angaben von Verdi sind in Nordrhein-Westfalen bis nächsten Dienstag keine weiteren Streiks geplant. Auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder setzten ihre Warnstreiks fort. Schwerpunkt war heute Bayern. Wie hier in Würzburg beteiligten sich Beschäftigte von Kliniken, Hochschulen und Behörden. Die Gewerkschaften fordern 6,5% mehr Lohn. Zum ersten Mal hat ein Regierungschef aus Tschechien im Bayerischen Landtag geredet. Peter Netschers sprach von einer gemeinsamen Kultur beiderseits der Grenze. Er bedauerte vor den Abgeordneten die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Frühere Eigentumsverhältnisse könnten aber nicht wiederhergestellt werden, so Netschers. Bayerns Ministerpräsident Seehofer bezeichnete die Rede als einen großen Schritt hin zu einer freundschaftlichen Nachbarschaft. Die bevorstehende Parlamentswahl in Italien hat heute bereits Spuren auf den Aktienmärkten hinterlassen. Analysten sehen in der Abstimmung am Sonntag und Montag einen Grund, warum der deutsche Aktienindex DAX deutlich ins Minus rutschte. Offenbar befürchten Anleger, dass die nächste Regierung den Reformkurs verlassen könnte, den der amtierende Ministerpräsident Monti eingeschlagen hat, und dass damit die Sparbemühungen auf der Strecke bleiben. Europas Politiker und die Finanzmärkte blicken zunehmend besorgter nach Italien. Glaubt man den letzten Umfragen, ist es unwahrscheinlich, dass Ministerpräsident Mario Monti, überzeugte Europäer und Eurobefürworter, sein Amt verteidigen kann. Denn Silvio Berlusconi, vor 1,5 Jahren gescheitert und zurückgetreten, setzt auf Populismus und gewinnt zunehmend an Zustimmung, seit er versprach, Steuern in Milliardenhöhe an die Bürger zurückzuzahlen. Die falsche und ungerecht erhobene Besteuerung auf die erste Wohnung wird sofort nach meinem Sieg zurückbezahlt. Heute Abend in Neapel die Abschlusskundgebung der linksdemokratischen Partito Democratico. Generalsekretär Pierluigi Bersani werden noch immer die größten Chancen eingeräumt, neuer Ministerpräsident zu werden. Er hat ein breites Bündnis zusammengeführt. Wir müssen gewinnen am Sonntag und Montag, denn Europa wartet auf uns, das Europa der fortschrittlichen Menschen. Doch er könnte allen noch die Schau stehlen. Der Komiker Beppe Grillo setzt ganz aufs Internet, gewinnt die Jugend und Frustrierte von rechts und links. Bei 20% soll er mit seiner Protestpartei schon liegen und er gewinnt dann Zulauf. Nicht nur in Rom befürchtet man die Rückkehr zu politisch instabilen Verhältnissen oder aber auch eine Blockade zwischen Abgeordnetenhaus und Senat. Italiens Wähler entscheiden am kommenden Sonntag und Montag nicht nur über die Zusammensetzung dieser beiden Häuser, sondern auch über die Zukunft des Euro. In Bulgarien hat Präsident Plevneljev das Krisenmanagement übernommen. Nach dem Rücktritt der Regierung will er jetzt mit allen Parteien ausloten, ob eine andere Koalition möglich ist. Falls nicht, soll im April oder Mai neu gewählt werden. Zuvor hatte das Parlament den Rücktritt der Mitte-Rechts-Regierung um Ministerpräsident Borisow gebilligt. In den vergangenen Tagen gab es zum Teil gewaltsame Proteste wegen der wirtschaftlichen Lage. Konkreter Auslöser waren die hohen Strompreise. Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist Bulgarien das ärmste Land in der EU. Bei einem Bombenanschlag im Zentrum von Damaskus sind nach Berichten des syrischen Staatsfernsehens mindestens 53 Menschen getötet und etwa 200 verletzt worden. Menschenrechtsaktivisten sprechen von mehr als 60 Toten. Laut Polizei zündeten Unbekannte nahe der Zentrale der regierenden Baath-Partei eine Autobombe. Umliegende Gebäude wurden beschädigt, darunter die russische Botschaft.
Die Stiftung Warentest hat sich die Stromtarifrechner im Internet genauer angesehen. Keines der Vergleichsportale bekam die Note sehr gut oder gut. Nach Ansicht der Tester empfehlen die Portale fast immer zuerst Unternehmen, die mit günstigen Angeboten locken, dann aber im Laufe des Vertrages deutlich teurer werden. Die großen Portale weisen die Kritik zurück. Ging es nach den Anbietern, würde jeder seinem Vergleichsportal für Stromtarife die Bestnote geben. Die Stiftung Warentest allerdings sieht das anders. Ihr Urteil befriedigend oder noch schlechter. Es ist doch so, dass zu oft Tarife dort oben angezeigt werden, die unfaire Bedingungen für den Verbraucher beinhalten, die ihn benachteiligen, sodass der Verbraucher doch schon einiges noch wissen muss, um einen richtigen, einen guten, einen fairen Stromtarif zu finden. Nicht empfehlenswert seien Tarife mit Paketpreisen, heißt weniger verbrauchen lohnt sich nicht. Und wenn man mehr verbraucht, wird es richtig teuer. Verbraucherunfreundlich auch Jahresvorauszahlung, lange Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen von mehr als 6 Wochen. Solche Tarife sollten nicht von Vergleichsportalen empfohlen werden, sagt die Stiftung Warentest. Widerspruch von den Anbietern. Wir haben einfach die Schwierigkeit, die goldene Mitte zu finden zwischen der Markttransparenz, also den kompletten Markt transparent machen, und seriöse Angebote für Kunden herauszufiltern. Und diese Herausforderung haben wir gelöst, indem wir gesagt haben, für gut informierte Kunden zeigen wir den gesamten Markt. Wenn man auch das Kleingedruckte beachtet, sind bis zu 20% Ersparnis drin. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 22. Februar. Ein Hoch liegt über Nord- und Nordwesteuropa. Es lenkt kalte Luft zu uns. Dabei fallen nur einzelne Schneeschauer. Am Wochenende zieht ein Tief von Spanien nach Norditalien, dann schneit es häufiger. In der Nacht sind einzelne Schneeschauer unterwegs, vor allem im Erzgebirge und im Thüringer Wald sowie an der Ostseeküste. Am Tag nur wenige Lücken in der Wolkendecke, vor allem am Vormittag zeigt sich im Westen noch die Sonne. Es fallen einzelne Schneeschauer, vor allem im Osten und Südosten. Der Wind weht meist mäßig, teilweise aber auch starke Böen, auf den Bergen Süddeutschlands stürmische Böen. In der Nacht -2 Grad an der Ostsee und -12 Grad, wo es für längere Zeit aufklart. Am Tag -5 Grad im Erzgebirge und +2 Grad auf den ostfriesischen Inseln. Am Samstag meist dichte Wolken, ganz im Westen gibt es noch Auflockerungen, vor allem in der Osthälfte schneit es gebietsweise. Am Sonntag gebietsweise Schnee, der im Osten teilweise in Regen mit Glätte übergeht. Am Montag hier und da noch etwas Regen, im Bergland etwas Schnee. Mit den Temperaturen geht es allmählich etwas aufwärts. Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit diesen Tagesthemen: Italien vor der Wahl, Jugend ohne Perspektive und Druck auf die EU, wie Lobbyisten die Gesetzgebung beeinflussen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.